Gewinnspiel oder Verlosung ist ja auch so was wie Ehrenschulden, so wie Wettschulden. Das muss man machen. So, dann erstmal guten Tacho, Leute. Ich hoffe, Ton kommt relativ gut an bei euch. Ich habe nämlich wieder den Jethelm auf. Ah, und ich merke, zieht schon wieder. Ja. Wie man hier sehen kann, der ganze Mais ist ab. Ist in den letzten Tagen komplett abgerodet oder wie sagt man, geerntet. So. Irgendwie sitzt meine Maske nicht richtig, das ist echt scheiße. Wie die Wichser an der Hand. Ja, denke mal, meine letzten Videos habt ihr gesehen. Das Abo-Treffen und den Ride-Out, dann das Fazit dazu. Oh Leute, ich bin immer noch hin und weg. Auch halt im Hintergrund, wie die Leute mir per Insta privat geschrieben haben und so weiter. Einfach nur geil. Ja, warm ist es nicht mehr. Ich glaube, 12 Grad haben wir jetzt. Deswegen auch schon mal Sommerjacke an. Und wenn du jetzt weiter so laberst, kriegst du schon aufs Maul. Wieder nur eine ganz, ganz, ganz kleine Runde. Ich habe da ein kleines Thema. Ich habe ja, ich glaube, bei meinem 100 Abonnenten Special hatte ich ja eine kleine Verlosung. Dann habe ich mich natürlich darum bemüht, dass alles zeitnah über die Bühne geht. Und der Junge wohnt übrigens hier auch, wo ich jetzt hier durchfahre. Viele Grüße gehen raus, Jan. Ich hoffe, die Hülle und das, diesen Pinöppel da, der lebt noch. Ja, ich habe ja auch schon an Gewinnspiele über Instagram teilgenommen und auch schon das ein oder andere Mal gewonnen. Ich denke, ihr könnt euch erinnern, in einem Video habe ich mich mit Sakratas getroffen. Grüße gehen raus. Du fängst an zu onanieren? Hat auch wunderbar funktioniert. Ohne Probleme. Richtiger Ehrenmann. Er war auch bei meinem Ride-Out dabei und ich denke, den Typen, den kennt er schon. Ja, da habe ich ja das T-Shirt gekriegt, dann auch dieses Bändchen hier, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen konnte, weil der Helm wie so ein Teletubby-Antenne oben auf meinem, ach, ich sag die Antenne, ach, ich laber wieder nur Scheiße. Leck mich im Arsch! Weil die Kamera wie so ein Teletubby-Antenne oben auf dem Helm klebt. Weiß ich jetzt nicht genau, wie der Blickwinkel ist. Ich habe gesucht für meinen anderen Helm, weil auch relativ frisch ist. Aber jetzt ist es nun mal so. Und dann nehme ich halt eben den Jethelm. Ja, dann habe ich noch eigentlich im Juni schon. Wir haben jetzt Mitte, Ende Oktober. Und im Juni habe ich noch ein Gewinnspiel gewonnen. Und zwar ein Kasten Bier. Ihr kennt ja noch die Aktion von dem Charity One. Derjenige, der da auch mit involviert war oder auch irgendwie mit in der Organisation war, das war ja der Schrauberbier. Das gibt es ja offiziell nicht mehr, Schrauberbier. Der hat ja damals für den Charity One und für andere soziale Projekte dieses Bier oder die Einnahmen davon halt an Herzenswünsche gespendet. Und dann ist ein anderer Instagrammer und ihr braucht ja nur meine Stories von Juni gucken. Dann habe ich halt Gewinnspiel mitgemacht und er hat irgendwie 10 Kästen gekauft beim Schrauberbier, vom Schrauberbier und hat die verlost. Das ist ja so, Gewinnspiel oder Verlosung ist ja auch so was wie Ehrenschulden, so wie Wettschulden. Das muss man machen. Ja, Leute, an dieser Stelle ein kleiner Zeitsprung. Und zwar, als ich das ursprüngliche Video aufgenommen habe, Leute, das ist jetzt, glaube ich, schon etwas über einen Monat her. Genau. Und in der Zwischenzeit hat sich der Verloser natürlich gemeldet und wir haben das alles geklärt. Ende gut, alles gut, ganz einfach. Er hat es einfach vergessen und nicht auf dem Schirm gehabt, weil einfach etwas auch bei ihm passiert ist und näher will ich gar nicht drauf eingehen, weil das ist auch natürlich privat und persönlich.
Auf jeden Fall hat er sich entschuldigt und hat auch gesagt, klar, weil ich hatte das nämlich in meiner Insta-Story und danach hat er mich natürlich angeschrieben, ja, den Schuh muss ich mir anziehen mit Ehrenschulden, Wettschulden sind auch Ehrenschulden. Ja, und so kam er dann halt ins Gespräch und gestern haben wir uns endlich getroffen und ich bin ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass er so ein cooler Typ ist. Wir haben uns direkt doch auf Anhieb sehr gut verstanden. Ich meine, vorher haben wir auch immer ein bisschen hinhergeschrieben jetzt, seitdem ich auf Insta angekündigt habe, dass ich ein Video dazu mache, dass man, wenn man was verlost, das dann auch durchzieht und so weiter. Und dann kam ja dann nichts und ich kannte die Hintergründe auch nicht, warum er mich vergessen hat. Ein paar Mal habe ich ihn angeschrieben in den letzten Monaten, weil das ist ja schon jetzt 4-5 Monate her. Und ja, ich glaube knapp 5 Monate schon. Aber jetzt, wo ich die Hintergründe kenne, ist alles in Ordnung und ich habe dann auch gesagt, hör mal, mir geht es auch nicht um den Kasten Bier, sage ich, hör mal, sondern einfach nur, dass man sich dann einfach nicht meldet, ist halt nicht so geil und dann hat er mir erklärt, warum das so ist und jetzt ist auch alles gut. Ich muss ganz dringend tanken, Leute, und sehr, sehr geiler Typ, guckt auf jeden Fall bei Rohrfuchs mal vorbei und auf Instagram und lasst mal ein bisschen Liebe da. Der Kerl kann jetzt Liebe gebrauchen. So, an der Stelle, dann geht es eigentlich weiter mit dem nächsten Thema. Und ich kann mich jetzt hier heute meinem neuen Video widmen. Junge, was machst du da? Der hat Abbiegerspur. Der F***. Ah, erstmal hier schön durch Rheinberg fahren. Ganz kleine Runde nur. Ich glaube, ich habe jetzt 2 Wochen oder 3 Wochen kein Video aufgenommen. 2 Wochen. Ich hatte halt noch so viel im Petto. Ja, ich habe fast... Ne, ich habe schon die 340 Abonnentenmarke geknackt. Glückwunsch. Bei mir geht es auch ganz, ganz langsam hoch. Finde ich ganz gut, dass das langsam mehr wird. Kann ich direkt mal Grüße da lassen am Nupsi, der an meinem Rideout auch dabei war. Er hat jetzt auch, ich habe es im letzten Video angekündigt, zu der Zeit, als das veröffentlicht wurde, hat er ja schon ein Video hochgeladen, seinen ersten Motorvlog. Er hat sich einen neuen Kanal erstellt, heißt dann Nuppel. Ich verlinke es unten in die Videobeschreibung. Und schaut da mal rein. Wie ich gesagt hatte, da ist ein neuer Motovlogger aus dem Pott geboren mit seiner Moto Guzzi. Kalifornien, irgendwie sowas. Guckt auf jeden Fall in die Videobeschreibung, zieht euch da rein. Menschlich, super netter Kerl. Auf Discord sind wir ab und zu auch mal am Quatschen. Das passt. Und jetzt hat er endlich sein erstes Video gemacht und. Da werden wir auf jeden Fall in Zukunft auch Videos zusammen machen, ganz klar. Demnächst kommt auch ein Video mit André, ja, der hat sich jetzt ja seinen Kanal zusammengebaut sozusagen, aber kam jetzt noch kein richtiges Video online. Bobber Breakdown NRW, den kennt er aus meinem Video mit dem Treffen an Grafenmühle mit der 125er Bobber. Und ja. Da wird auf jeden Fall auch was entstehen. E10 160, halt noch nie gehabt. Alter, was macht der denn da? Jetzt Parkverbot. Ja, Rheinberg ist nicht groß, das heißt, wenn ich hier eine OKF mache und mache ein Video, dann fahre ich hier dreimal an die gleichen Stelle lang. Ist halt so. Jetzt machen wir jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Mein Face-Review gab es ja auch in meinem Ride-Out-Video. Du siehst gut aus, heute schon gekotzt. Ja, gab auch 3 Leute, ey, warum hast du das gemacht? Und weil die selber halt ihr Gesicht nicht zeigen. Und da habe ich auch vollstes Verständnis dafür. Brab Kalan zum Beispiel hat mir das geschrieben, warum, warum hast du das gemacht? Ja, ich habe schon öfters mit dem Gedanken gespielt und auch mit ihm zum Beispiel und
ich weiß nicht, mit sonst wen noch, schon mal drüber geschrieben, zeigt ihr euer Gesicht oder wie habt ihr das gemacht und so weiter. Ich erhoffe mir dadurch auch ein bisschen Persönlichkeit zwischen mir und meinen Abonnenten, ja, so mehr Bindung zu schaffen. So. Ja, Leute. In dem Sinne sage ich, ja, Kanal liken, Daumen hoch oder Daumen runter, egal. Abonnieren bitte. ja, und ich freue mich einfach auf das, was in Zukunft noch so passiert, Leute. Haut rein und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder.